der Chef frei? Total frei. So frei, dass er gar nicht da ist. Was heißt das? Er ist nach Sylt gefahren. Irgend so ein Ärztekongress. Es ist ihm plötzlich eingefallen. Er wollte dazu meinen Kommentar. Dann geben Sie es doch Dr. Wolters. Er macht die Vertretung für den Erkrankten, Dr. Schäfer. Für operative Notfälle kommt Professor Brösinger aus Freiburg rüber. Ah ja. Hat er Ihnen das gar nicht gesagt? Ich hatte gestern meinen freien Tag. Und auf schwarze Brett habe ich noch nicht geschaut. Frau Milritz, ich habe es Ihnen doch schon zweimal gesagt. Schwester Christa macht Urlaub auf Sylt. Die können sich jetzt nicht sprechen. Gehen Sie bitte wieder in Ihr Zimmer. Sie begreift es nicht. Tja, nun wissen Sie es. Bitte? Ich muss ins Labor. Entschuldigen Sie mich. Achtung, Abfahrt auf Gleis 4. Der Schnellzug nach Hamburg über Husum. Bitte einsteigen und Türen schließen. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ja, wenn es ginge, würde ich gerne zurückkommen. Wenn das Kollegium über eine Neubesetzung schon entschieden hat, ist meine Anfrage natürlich gegenstandslos. Sicher komme ich woanders unter. Dankeschön. Wieder. Es war damals nicht so, wie Sie vielleicht dachten. Wie dachte ich denn? Es war nicht so. Na schön. Dann war es eben anders. So oder so, was macht das schon? Ich akzeptiere Sie. Ja? Zu spät. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass ein Chefarzt und eine Krankenschwester... Ein Stationsarzt und eine Krankenschwester wäre passender, meinen Sie? Ach du lieber Gott, das ist doch alles dummes Gerede, Klatsch und Tratsch. Na, dann wollen wir uns mal nicht an dem Klatsch und Tratsch beteiligen. Ja, sicher. Was hat sie denn? Sie will wieder weg. Und nun? Das frage ich dich. Nun gehen wir gut essen. Einverstanden. Einverstanden. Und nun? Und nun? Das frage ich dich. Nun werde ich ein Taxi nehmen und nach Westerland zurückfahren müssen. Ah ja? Oder? Natürlich bringe ich dich vorher noch in deine Pension. Ah ja. Komme ich hier an ein Taxi? Tja, wie? Na komm. Oh, ich müsste mal telefonieren. Möchtest du einen Kaffee? Wo nimmst du jetzt einen Kaffee her? Na, aus der Bar. Ich habe schon oft Urlaub hier gemacht, weißt du? Die kennen mich. Ich gehöre schon fast zur Familie. Aha. Na, also dann hätte ich lieber ein Bier. Ein Bier? Ja. Bitte sehr. Na, wird denn nicht heiß? Na ja, ein bisschen schon. Na, dann zieh doch den Mantel aus. Gemütlich hier so. Ja.
Du darfst dich sogar setzen. Ah ja. Komm, lach nicht. Wenn jetzt jemand kommt. Ja, es kommt niemand. Und wenn jemand kommt, dann sage ich, darf ich bekannt machen? Das ist Professor Brinkmann. Woher? Am Bahnhofskiosk gekauft. Zusammen mit der Zeitung. Ich sah sowas kommen. Ah ja. Nee, ich gebe zu, es ist bezaubernd. Ich habe natürlich auch daran gedacht, für uns in Westerland ein Doppelzimmer. Wir haben eins. Aber wir haben eins. Aha. Wenn wir beide aus dem Zimmer kommen und das Personal. Du siehst doch, es sind beide Betten bezogen, Klaus. Ich habe vom Restaurant angerufen und gesagt, dass ich nicht allein komme. Christa, 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 Christa. Du willst es doch auch. Oder? Du bist nur ein bisschen umständlich. Ja, aber es gehört sich doch nicht, dass eine Frau die Initiative ergreift. Aus Liebe ist alles erlaubt. Ah ja. Aber umständlich bin ich das wirklich? Und nicht als Arzt. Als Liebhaber bist du allerdings ein bisschen von gestern. Ach so. Alles in Ordnung? Ja, ja, völlig unproblematisch. Haben wir inzwischen einen Neuzugang? Nein, nein. Wenn Sie jetzt Schluss machen wollen, ich übernehme. Oh, das wäre prima. Ich, ich habe noch eine dringende Besorgung. Ist alles in Ordnung, ich trage mich an. Sieht aus, als ob wir einen ruhigen Tag haben werden. Hm? Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo! Hallo! Wo kommst du her? Ich schwänze die Nachmittagsvorträge. Grüß dich, mein Schatzchen. Wie geht's dir? Da, wie findest du das? Enorm. Oh. Enorm, ne? Was ist denn? Freust du dich überhaupt nicht? Komm, hopps. Ah. Da siehst du doch, wie ich mich freue. Ja, ja, einen Wagen habe ich auch gemietet. Da sind wir beweglicher. Ich möchte aber lieber ein Boot fahren. Wo nimmst du ein Boot her? Am Hafen kann man welche leihen. Mhm. Denk dir vor. Sag mal, du bist zu unternehmungslustig. Ist was passiert? Jawohl! Und was bitte? Ich habe mich in einen Chefarzt verliebt. Na, da hast du dir ja was Dolles geangelt, du. Sagst du mit? Natürlich, wenn ich der Chefarzt bin, den du dir geangelt hast. Da muss ich ja wohl, nicht? Na, warum? Was? Der Vormittag ohne dich war sehr schön. Aber ein paar Mal sehr über dich gelacht. Über mich? Warum? Naja, was hast du gesagt? Wenn wir nun morgen früh zusammen aus dem Zimmer kommen und das Personal. Du, hör mal zu. Ich bin eine Respektsperson, ja? Ach so. Du hast kein Recht, dich über mich lustig zu machen. Nein, kein Recht hast du dazu, dich über mich lustig zu machen. Verstehst du mich? Das ist was Ernstes, oder? Mhm.
kommen Sie schnell! Was ist denn passiert? Helfen Sie mir, die Frau ist eingeklemmt. Ja, natürlich nicht angeschnallt, lassen Sie mich mal machen, ich bin Arzt. Geht's? Oh, ja. Nehmen Sie die Füße, aber behutsam, ganz vorsichtig. Ja. Und auf dem Beifahrersitz ist ein Mantel, geben Sie den her. Ja. Arme unter den Kopf. Ja. Vorsicht, Vorsicht. Noch ein bisschen weiter, so. So. Du hör mal, ich habe mir deinen Personalakt mal angesehen. Du hast das Abitur mit Auszeichnung. Ja. Ja. Hast du nie daran gedacht, das Studium wieder aufzunehmen? Nein. Warum nicht? Hast du Angst, dass du es nicht schaffst? Nein. Aber ich müsste Rücklagen bilden. Für Jahre sparen und für Jahre Studium. Ach, bin ich eine alte Frau. Alte Frau, bist du wahnsinnig? Ach, außerdem weißt du, wenn man erst einmal seine Träume und seine Hoffnungen begraben hat. Begraben, mein Gott. Bin ich als Krankenschwester für dich nicht akzeptabel? Du red mir nicht solchen Unsinn. Darum dreht sich's doch gar nicht. Es dreht sich darum, die Frage ist, ja? Ob du meine Frau werden willst oder Ärztin. Oder vielleicht beide. So weit, denkst du? Das ist nicht weit, das ist ganz nah. Das ist meine Zukunft. Unsere Zukunft, wenn du willst. Danke, Klaus. Ich werde über unsere Zukunft nachdenken. Klaus? Ja? Hattest du Skrupel wegen... Wegen? Na, wegen Udo. Aber also Skrupel eigentlich nicht, aber eine gewisse Scheu, weißt du? Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das sagen soll. Du? Ha? Es war kein intimes Verhältnis. Es hätte aber eins werden können. Wenn dieses halbnackte Mädchen nicht bei uns im Garten gelegen wäre, was? Mhm. Na, da bin ich aber froh, dass dieses halbnackte Mädchen im Garten gelegen ist. Heute bin ich darüber auch sehr froh. Du hast ein sehr kompliziertes Verhältnis zu deinem Sohn. Ja, das kann man wohl sagen. Das begann damals, als meine Frau starb. Sie war krank, sehr krank. Und als sie starb, war ich auf einem medizinischen Symposium in Münster. Wegen einer jungen Kollegin blieb ich einen Tag länger als vorgesehen. Und sie war auf einem Forschungslehrgang in San Francisco über moderne Anwendungsmethoden der Anästhesie. Und ich brachte sie in ihr Hotel, um mehr darüber zu wissen. Frau Dr. Bach? Ja. Und als mein Sohn anrief, um mir zu sagen, wie schlecht es um meine Frau stand, da war ich eben nicht erreichbar. Und? Und gar nichts. Und ich kann nur annehmen, dass er glaubte, ich hätte meine Frau in ihrer Todesnacht betrogen. Warum hast du es nicht richtig gestellt? Wenn ein Vorwurf nicht formuliert wird, dann korrigierst du ihn auch nicht? Nein. Und außerdem, muss ich dir sagen, hatte ich Angst, durch die Beschwörung meiner Unschuld erst richtig unglaubwürdig zu erscheinen. Später, viel später, nach einem Jahr ungefähr, habe ich mich mit Elena Bach befreundet. Und davor hatte ich mit mir und mit meiner Trauer genug zu tun, als dass ich auch noch Lust gehabt hätte auf eine Konfliktbereinigung mit Udo. Ich fand das alles so lästig, so
ungerecht und unverschämt. Der Sohn als Richter. Als ob ich einen Richter gebraucht hätte. Du hast dich natürlich selbst angeklagt. Ja, natürlich. Natürlich hat mir Elena Bach sofort gefallen, nicht? Und mein wissenschaftliches Interesse war nur ein Vorwand, sie näher kennenzulernen. Aber dann waren doch Udos Verhaltensstörungen, oder wie immer man das nennen mag, gar nicht so unbegründet. Ja, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin Chirurg und kein Psychoanalytiker. Vorsicht im Beckenbereich. Schwere Brustkorbquetschungen und Verletzungen im Bauchraum. Ich habe trotzdem massiert. Trotz der Verletzung, weil sie sonst keine Chance gehabt. Das ist ja Dr. Bach. Ja, gleich auf die Intensive. Tag. Zwei Kaffee, bitte. Ach, ich könnte platzen. Vor Wohlbefinden. So schön ist das. Keiner schreit nach mir. Keiner fragt nach Autopsieberichten. Keiner will eine Diagnose von mir abgesichert haben. Keiner gibt mir ein Skalpell in die Hand. Ah, ich möchte hier ewig mit dir sitzen. Sag mal, wie nennt man das? Dafür gibt's doch ein Wort, nicht? Wie heißt das? Glück. Doch, wie ich bereits sagte, abgereist. Herr Professor Brinkmann hat angerufen und sein Gepäck von einem Taxifahrer abholen lassen. Ja, können Sie den Taxifahrer denn nicht ermitteln? Ja gut, danke. Die neue Unterkunft ist nicht bekannt und die Kongressleitung hat auch keine Ahnung. Haben wir die Urlaubsanschrift von Schwester Christa in Kampen? Ja, natürlich. Soll ich da anrufen? Ja, ja. Brüsinger kommt nicht. Auch nicht in absehbarer Zeit. Da ist ein Privatflugzeug abgestürzt. Zwei Notoperationen. Ach, das noch. Tja. Ja, guten Tag. Hier ist die Schwarzwaldklinik. Können Sie mir Christa Mehnert geben, bitte? Nicht da. Ja, wir erwarten dann dringend Ihren Rückruf. Vergessen Sie es aber bitte nicht. Moment, bitte. Fragen Sie nach, ob mein Vater auch dort wohnt. Ja. Ja. Wohnt Professor Brinkmann auch bei Ihnen? Ja, dann soll er zurückrufen. Sofort und dringend, bitte. Sie sind zusammen unterwegs und kommen wahrscheinlich erst am Abend zurück, sagt die Pensionswirtin. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie bitte? Nichts. Die Abbrüche vom Rande der Beckenschaufel sind wegen der Blutungsgefahr sehr ernst zu nehmen. Eine Mitverletzung des Darmes kann ich nicht ausschließen. Alles in allem sieht es nicht gut aus. Die Atemnot kommt durch eine Atelektase in einem Teil der Lunge zustande. Es muss eine gebrochene Rippe die Lunge angestochen haben. Ohne Operation lässt sich das nicht exakt analysieren, aber ohne exakte Analyse ist jede Operation sinnlos. Die Operation scheint sich zu verbieten. Schon des schlechten Allgemeinzustandes wegen. Noch mehr Adrenalin können wir wohl nicht geben, oder? Auf keinen Fall. Befürchtest du keine Embolie? Ich befürchte noch viel mehr. Was soll man machen? Dr. Brösinger, man wird in spätestens 2 Stunden hier sein. Danke. Sie entschuldigen mich. Was überhaupt noch lebt bei diesen Verletzungen? Die Chancen sind sowieso gleich null. Das sagen wir 0,1. Ist jemand der Meinung, dass wir operieren sollten? Ist jemand der Meinung, dass wir nicht operieren und auf Dr. Brösinger warten sollten? Ich schließe mich Ihrer Auffassung an. Und dann sagte der Arzt kurz vor der Narkose, darf's noch ein bisschen mehr von der Leber sein, Herr Fleischermeister? Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend, Gnädelfrau. Sie möchten bitte gleich in Ihrer Klinik anrufen. Also? Na ja. Und um was es sich handelt, haben die nicht gesagt? Nein, nur, dass es sehr dringend ist.
Guten Abend, Herr Professor. Einen Moment bitte. Ihr Sohn möchte Sie gern sprechen. Ja? Was ist los? Was gibt's? Elena hatte einen schweren Autounfall. Wie schwer? Sehr schwer. Sag mal, wo warst du denn? Ich versuche dich seit heute Mittag zu erreichen. Bist du aus dem Hotel ausgezogen? Ja. Gib eine kurze Diagnose. Naja, schwerste unübersichtliche Verletzung im Bauchraum. Atelektase im Lungenraum. Abbrüche an der Beckenschaufel. Und? Ist Brüsinger nicht gekommen? Ja, der konnte nicht. Zwei Notoperationen. Und Schäfer? Er liegt im Bett wegen Ischias. Heute geht kein Zug mehr. Ich kann versuchen, morgen früh eine Privatmaschine zu bekommen. Ja. Mhm. Ja. Operierst du? Nein. Aber vielleicht würdest du, wenn du hier wärst. Professor Brüsinger ist gerade eben eingetroffen. Moment. Ich höre gerade, dass Brüsinger eingetroffen ist. Ist sie bei Bewusstsein? Nein. Sie hat außerdem auch noch eine sehr schwere Gehirnerschütterung. Ohne die Herzmassage von Marker wäre sie wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben. Aber zufällig am Unfallort. Soll ich dich anrufen, wenn es was Neues gibt, oder... Willst du deinen Urlaub genießen? Ruf mich an! Du musst zurück? Ja. Elena Bach. Autounfall. Was haben Sie alles gegeben? Hier ist alles eingetragen. Ja, das hätte ich auch gemacht. Mehr Adrenol können wir nicht geben. Die überschießenden Reaktionen aber... werden über kurz oder lang wahrscheinlich zum Exitus führen, ja. Sie operieren nicht? Nein, der Narkoseschock würde Sie umbringen. Was dann? Was dann ist eine gute Frage. Wir geben ihr Sauerstoff, Blut und Penicillin. Der liebe Gott wird dir den Tod oder die Genesung geben. Ja, ich kann es natürlich auch umständlicher ausdrücken. Dass sie sich nicht angeschnallt hat. Sie hat sich sonst immer angeschnallt. Herr Professor? Na, wie geht's Ihnen? Sie kommen leider zu spät. Embolie. Heute Morgen um 5. Die Verletzung war einfach zu schwer.
Sie haben es schon gehört? Ja, ja, ja. Oh, bitte jetzt nicht, Herr Doktor. Tag, Vater. Sie hat das Bewusstsein nicht wiedererlangt. Willst du die Aufnahmen sehen? Hättest du operiert? Nein. Also keine Vorwürfe? Bitte lass mich jetzt allein. Etwas musst du doch essen. Eine Kleinigkeit wenigstens. Danke, Kitty. Und, was sagt er? Nicht viel. Ja, das kenne ich. Die Taktik hat er angewandt vor 12 Jahren, als Mutter starb. Taktik würde ich das aber nicht nennen. Wie denn? Erschütterung. So kann man es auch nennen. Erst missbauen und dann schweigen. Der große, große Schweiger. Mir missfällt das. Mir auch. Nein, ich meine deinen Ton. Du weißt nicht, was eine Doublette ist? Ich will's dir erklären, Katie. Das, was er jetzt mit Elena gemacht hat, entspricht genau dem, was er vor 12 Jahren mit Mutter gemacht hat. Erstens eine neue Frau. Zweitens unerreichbar in einem anderen Hotel. Und drittens die große Trauerarie. Ich weiß nicht, Udo. Was Frauen angeht, musst du doch eigentlich ganz still sein. Ich habe meine Frauen immer hintereinander, nicht gleichzeitig wie er. Egal wie viele. Ach, du weißt ja nicht, wie es damals war. Oh doch, das weiß ich. Er war bei Elena Bach im Hotel. So wie er jetzt mit Schwester Christa in einem anderen Hotel war. Und wenn er... Warum sprichst du nicht weiter, Udo? Ich habe zugehört. Das freut mich. Sonst muss man ja immer nur dir zuhören. Also gut. Elena hat innerhalb kurzer Zeit 3 Informationen bekommen. Die erste, du bist auf Sylt. Die zweite, Schwester Christa ist auf Sylt. Die dritte... Ihre Rückkehr in das Klinikum nach Karlsruhe ist ihr verbaut. Da ist sie mit 100 gegen den Baum gerast, ohne angeschnallt zu sein. Ich bin dir zwar keine Rechenschaft schuldig, Udo. Aber wenn du mir die Schuld in die Schuhe schieben willst, muss ich dir sagen, dass Elena über mich und Christa Bescheid wusste. Und es akzeptiert hat. Was für eine grandiose Ausrede. Weißt du, wie du es nennst, wenn ich so argumentieren würde? Schutzbehauptung. Elena kann nicht mehr sagen, dass es anders war. Aber du kannst es, nicht? Mein Gott, als ob nicht alles schon schlimm genug wäre. Ich dachte, es beruhe auf Gerechtigkeit, dass du mir nicht vorwirfst, nicht operiert zu haben. Ich war mir da gar nicht so sicher. Vor allem glaubte ich, dass du ihren Tod hättest vielleicht verhindern können.
Aber nein, da korrigierst du mich großmütig, sprichst mich frei von Schuld und fachlichen Unzulänglichkeiten. Und warum? Warum? Weil es dir in den Kram passt. Du hast ja jetzt Christa. So wie du vor 12 Jahren Elena hattest, als Mama starb. Udo, bitte! Lass nur, Katie, unsere Jugend, die kennt sich aus. Während wir Alten nur miese Halunken sind. Ach, such ein anderes Wort dafür! Oder wie würdest du es nennen, wenn man dir bei dieser Gelegenheit auch noch die Freundin wegschnappt? Du nimmst, was du willst. Verstößt, was du nicht mehr brauchst. Und die anderen halten die Klappe, was? Du sprichst doch wohl von dir, nicht? Kommt jetzt Elena auf den Flügel neben Mama? Nein, 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 hört auf! Es ist schrecklich, wie ihr euch benehmt. Dank dir schön, Kitty. Ist er nicht großartig? Entschuldigt sich sofort. Das macht ihm so leicht keiner nach. Du jedenfalls nicht. Du entschuldigst dich für gar nichts. Du kommst nicht einmal auf den Gedanken, dass du gelegentlich jemandem Unrecht tun könntest. Entschuldigung, vielleicht war es falsch, dass ich mich eingemischt habe. Nein, nein, es war richtig. Weißt du, jetzt hat er wenigstens keine seelischen Blähungen mehr. Was? So eine Auseinandersetzung kann manchmal sogar einen Psychoanalytiker ersetzen, Katie. Aha. Na, ich weiß nicht. Ich halte es jedenfalls für unangebracht, sich so zu streiten, wenn gerade ein nahestehender Mensch gestorben ist. Sei nachsichtig mit uns, Katie. Besonders mit ihm. Elena war seine einzige Hoffnung, was Christa betrifft. Muss ich das verstehen? Du, das ist doch ganz einfach. Er hatte gehofft, Elena und ich, wir bleiben zusammen. Sodass er sich noch eine Chance auf Christa ausrechnen konnte. Er hat es nicht verschmerzt, dass Christa mit ihm Schluss gemacht hat. Nur wenn er mit einer anderen Halbnackten im Garten rumschmust. Tja, Katie, wer kennt sich da aus? Bei Professor Brinkmann. Ja, hier ist Christa. Guten Tag, Kedi. Ich wollte nur mal fragen, wie es Klaus geht, weil er sich gar nicht mehr meldet. Die Frau Dr. Bach ist tot, Christa. Gestern früh. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Meinen Sie, ob er mich sprechen will? Ich weiß nicht. Er hatte gestern Krach mit Udo. Schlimm, sag ich Ihnen. Seitdem schweigt er. Ist nicht ansprechbar. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich meinen Urlaub abbrechen soll. Ob er mich braucht oder ob er meine Anwesenheit nur so eine Belastung empfinden würde. Moment, Christa. Klaus! Klaus! Christa ist am Telefon. Kommst du mal? Moment mal, Christa, er kommt. Danke. Christa, grüß dich. Du entschuldige, dass ich dich noch nicht angerufen habe. Du bist ziemlich fertig, was? Ja. Macht dir der Hund sehr zu schaffen? Der Hund.
Ach, Klaus, zu schaffen macht mir die Frage, ob ich zurückkommen soll. Nein, nein. Bist du sicher? Ja. Schau, du hast deinen Urlaub verdient. Und mit mir ist im Moment nicht viel anzufangen. Ach, Klaus, ich will doch nichts mit dir anfangen. Ob du mich in deiner jetzigen Situation in deiner Nähe haben willst, das will ich wissen. Weißt du, ich sitze am liebsten allein im Garten und denke nach, obwohl es gar nicht nachzudenken gibt. Na gut. Ich hab's noch nicht verkraftet. Ja, das ist doch klar. Ich erwarte doch nicht von dir, dass du alles wegsteckst und vergnügt zur Tagesordnung übergehst, nur weil ich zurückkomme. Aber ein Wort von dir und ich bin da. Hör zu, du hast deinen Urlaub verdient. Das muss wirklich nicht sein. Freue dich über diese paar Tage dort oben, die du noch hast. Und mach dir keine Sorgen um mich. Ja. Also dann. Dank dir für deinen Anruf. Es wird schon wieder. Ja. Das gelesen? Was denn? Seite 3. Nein. Der Motorradfahrer, der verbotswidrig auf die falsche Fahrbahnseite geriet und dadurch den Tod der Ärztin Dr. Elena Bach verursachte, ist ermittelt. Andere Verkehrsteilnehmer haben sein Kennzeichen erkannt. Davon wird sie auch nicht mehr lebendig, Kitty. Weil Udo so etwas andeutete, als habe Elena absichtlich... Elena hat sich nicht umbringen wollen. Kommt Christa? Nein. Nein? Ich kann das nicht von ihr verlangen. Verlangen? Das ist kein Opfer für eine Frau, wenn sie... Kommt, Kitty, nicht. Hier möchte ich ewig mit dir sitzen. Da gibt's doch ein Wort. Wie heißt das? Glück. So, bring mir aber die Empfangsbestätigung gleich unterschrieben zurück. Ist gebongt. Und sei zackig, ja? Der Landrat ist ein Oberstleutnant AD. Tatsächlich? Klar. Mein Mann war mal Unteroffizier in seinem Regiment. Ja, dann knall ich doch die Arschbacken zusammen, dass die Luft rausgeht, wenn ich in sein Zimmer gehe. Entschuldigung, Herr Professor. Entschuldige. Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Ich meine nicht den Zusammenstoß jetzt. Ich meine den von vorgestern. Ich habe etwas voreilig gehandelt und unberechtigt. Tja, es war für uns beide zu viel auf einmal, ne? Okay. Herr Landrat, ich habe Ihnen hier auf einem Zettel notiert, welche Station Sie anlaufen müssen. Die Uhrzeit steht auch dabei. Oh, das ist aber eine ganze Menge. Ihr denkt, es wird eingerenkt und fertig? Na, so einfach ist es nun auch wieder nicht. Ich sehe schon, die Klinik will an mir verdienen, weil Ihnen immer die Zuschüsse kürzen. Schrachakt. Der Professor wird sich dann gleich persönlich um Sie kümmern. Ja, ist gut. Mich entschuldigen Sie jetzt bitte. Nee. Guten Tag. Was ist das denn? Das ist Ihre Wäsche. Wenn Sie bitte hier unterschreiben Na, würden. Das brauche ich doch nicht. Ich habe doch meine eigene Wäsche mit. Unterschreiben müssen Sie bitte trotzdem. Ja.
Ich brauch bloß die Kleider. Das Besteck, das brauche ich schon gar nicht. Ich hab mein eigenes mitgebracht. Ach, ist besser, wenn Sie dies dann nehmen, sonst kommen die in der Küche durcheinander. Wieso? Die wissen nicht, wem das andere gehört. Da steht doch mein Monogramm drauf, gell? So, geht's. Dankeschön. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Also ziehen Sie mal, ich hab das gelernt, die Zähne zusammenzubeißen. Na, dann beißen Sie jetzt mal schön. Schulter. Okay. Das zieht bis in die Bandscheibe. Brauchen Sie klinikeigene Pantoffeln oder haben Sie eigene mitgebracht? Pantoffel, die habe ich vergessen. Ja, nehmen wir die hier. Und wir hoffen, dass sie passen, ne? Ja, wird wohl hinkommen. Der rote Knopf da ist, wenn Sie mich brauchen. Der gelbe ist für den Arzt. Waren Sie beim Bund? Nee, ich leiste meinen Zivildienst ab. Na, so einer sind Sie. Ich hatte eigentlich mit einer netten Schwester gerechnet. Und was kriege ich? Einen Wehrdienstverweigerer. Tja, das Leben ist hart. Aber Sie haben ja gelernt, die Zähne zusammenzubeißen. Außerdem bin ich nur für die niederen Dienste da. So Töpfchen entleeren, Fieber messen. Für die gehobenen Tätigkeiten kommt dann die Schwester. Da bin ich aber froh. Sie haben nämlich einen Ton am Leibe. Ziemlich respektlos, gell? Jawohl, Herr Landrat. Bis später. Die Schwester kommt gleich. Sackerl. Ob die weggegangen ist? Wohin denn? Die geht doch nie weg. Da, die Brötchen hängen immer noch hier, seit 3 Stunden. Und die Zeitung hat sie auch noch nicht reingeholt. Komm, schließ auf, Erwin. Der Schlüssel steckt von Ihnen. Erwin, schlag die Scheibe ein. Da ist was passiert. Wie du meinst, auf deine Verantwortung. Ja, komm. Du bist hier hausbesetzt. Vorsicht. Vorsicht. Das weiß ich doch nicht. Du rufst Krankenhaus an, die sollen schnell einen Unfallwagen schicken. Du und ruf auch gleich ihre Schwester mit an. Oh mein Gott. Frau Pasco? Frau Pasco, hören Sie mich? Schönheit, ich weiß nicht. Kommst du mit? Zu wem? Notruf zu deiner Lieblingsoma, Oma Pasco. Schon wieder eine Gallenkohle? Keine Ahnung, komm, los. Tja, Herr Doktor, guten hier. Hier. Sieht nicht gut aus. Schlaganfall. Das muss ja mal so kommen. Oh. Was ist das, Doktor? Nein, ist nichts. Auf die Trage. Ich hatte gleich schon so ein komisches Gefühl, weil sie die Brötchen nicht reingenommen hatte und weil es so still war, nicht? Sonst hat sie morgens immer das Radio voll auf, weil sie doch schwerhörig ist, nicht? So, Vorsicht. Ah. Verstehe. Was denn? Schon wieder eine Gallenkolik? Nein, wahrscheinlich Hirnschlag. Sie sind die Tochter, ja? Nein, die jüngere Schwester. Entschuldigen Sie uns, wir müssen uns beeilen. Mein Gott, die sieht ja schon aus wie tot. Doch, was leider. Doch, was leider.
Sie? Ja. So, ich hol mal schnell Ihren Waschbeutel. Ja, ist gut. Ich bin durch die Brötchen stutzig geworden. Die hingen an der Türklinke. Entschuldigung, ich habe den Waschbeutel gemacht. Der Laden war auch nicht auf. Ja, aber gestern war sie doch noch ganz in Ordnung. Ja, sowas geht manchmal schnell. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das Glas hat mein Mann eingeschlagen. Die Tür war ja von innen verriegelt. Nicht? Wollen wir nicht gleich hinterherfahren? In die Klinik? Da können wir doch auch nichts ausrichten. Vielen Dank jedenfalls Ihnen beiden. Das war nichts zu danken. Bitte schön. Tschüss. Bitte. Das sieht ja aus hier. Heb das mal auf. Du, da waren gestern noch 10-50er-Scheine drin. Woher willst du denn das wissen? Weil ich's gesehen hab. Ich war doch da gestern Abend. Die kann doch nicht von gestern Abend auf heute früh 450 Mark ausgegeben haben. Aber das ist im Moment doch wohl egal, Mathilde. Also mir nicht. Wenn sie stirbt, erbe ich nämlich. Und ich wüsste nicht, was es sonst hier noch zu erben gäbe. Das Geld ist gestern mit der Post gekommen. Hier ist noch der Abschied. Guck mal. Es war eine Rentennachzahlung. Exakt 500 Mark. Und jetzt sind es nur noch 50. Ja, ja. Komm, lass uns in die Klinik fahren. Vielleicht geht es ihr schon wieder besser. Und sie kann dir sagen, was sie mit den 450 Mark gemacht hat. Hier ist es auch nicht. Mama, Platz. Die Uhr ist auch weg. Was denn für eine Uhr? Die alte Taschenuhr von Papa. Die ging zwar nicht, aber sie hatte antiquarischen Wert. Also, Mathilde, ich finde, das gehört sich nicht. Nein, stehen gehört sich wirklich nicht. Jetzt hier zu schnüffeln, meine ich. Du, es ärgert mich wirklich, dass das Geld weg ist. Das kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Sag mal, ob der Pfleger, der vorhin zurückgelaufen ist? Ach, der kam doch nur mit ihrem Waschzeug zurück. Ja, glaubst du, ein Dieb zeigt das Geld, das er gestohlen hat? Ach, dann kannst du auch die Matkes verdächtigen. Die haben das Fenster an der Wohnungstür eingeschlagen. Die Matkes sind seriöse Leute. Die haben Frieda eher mal was zugesteckt. Was man von dir nicht behaupten kann. Was? Nichts. Moment mal, wir hätten gerne eine Auskunft von Ihnen. Wir suchen einen Pfleger namens... Nein, nein, das wollen wir jetzt gar nicht anfangen, würde ich sagen. Also wenn Sie sich persönlich an Professor Brinkmann. Mir scheint, dass Sie ja alle etwas überempfindlich reagieren. Auch Sie, Oberschwester. Na, dann sagen Sie mir mal, wie ich mich verhalten soll. Soll die Schwester Christa überhaupt keine Anweisungen mehr geben? Nun seien Sie doch nicht gleich eingeschnappt. Natürlich, wie immer. Es hat sich ja nichts geändert. Aber vielleicht sollten Sie auf Ihre unterschwelligen Bemerkungen verzichten, Oberschwester. Ja, bitte. Guten Tag. Tag. Guten Tag, meine Herren. Verzeihung, wir müssen noch eine Anzeige nachgehen. Ach, habe ich wieder mal im Halteverbot geparkt, was? Nein, nein, wir suchen einen jungen Mann. Mittelgroß, dunkle, lange Haare, lockig. Ein Pfleger von hier, der die erkrankte Frau Basco mit abgeholt hat. Ja, und warum suchen Sie den? Weil Geld verschwunden ist aus der Wohnung. Ja. Wir haben da eine Anzeige und müssen ihr nachgehen. Kommen Sie doch bitte mal. Der da war mit dem Einsatzwagen. Hören Sie mal, Oberschwester. Der Mischa stiehlt doch nicht. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass er beim Einsatz dabei war. Danke. Bitte. Ja, wir fragen ihn nach. Wiedersehen. Danke, meine Herren. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, ja? Selbstverständlich. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Der Mischa war doch immer ganz besorgt um die Oma Basco, als sie bei uns stationiert war. Aber da bestiehlt sie doch nicht. Sind Sie da so sicher? Aber Oberschwester. Tja. Guten Tag. 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 Ist was? Na klar, wenn wir kommen, ist immer was. Wir müssen Sie leider bitten, mitzukommen. Was? Ja, und Ihren Karton nehmen Sie bitte auch mit. Arsch. Was haben Sie gesagt? Nichts. Also,
doch nicht zu fassen. Jetzt stehen die alten Kartons hier immer noch herum. Muss ich mich vielleicht selber bemühen, weil die Damen keine Ordnung halten können. Verzeihung, das war ich. Oh, entschuldigen Sie, Schwester Christa. Entschuldigen Sie vielmals meine heftigen Worte. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie das waren, dann hätte ich natürlich nicht ein einziges Wort gesagt. Da hätte ich mir doch lieber die Zunge abgebissen. Mein Gott, jetzt war das auch wieder falsch. Ich kann doch nicht mehr tun, als mich bei ihr entschuldigen, oder? So, bitte. Wann gekauft? Heute. Das glaube ich. Ich möchte es aber genauer wissen. Vor dem Einsatz war Frau Basko oder hinterher? Na, hinterher. Warte. Hier. Was ist das denn? Ja, die Rechnung. Aha, 428 Mark. Da hat's ja gerade gereicht. Da haben Sie sogar noch 22 zurückbekommen. Ich habe 72 zurückbekommen. Ich habe nämlich mit 500 dann bezahlt. Nein, nein. Die Anzeige lautet auf Diebstahl von 450 Mark. 51 haben Sie freundlicherweise zurückgelassen. Martin, vielleicht kann er ja nachweisen, dass er das Geld von seinem Konto abgehoben hat. Ich kann überhaupt nichts nachweisen, ihr toten Hosen. Aber ich beklau keine arme alte Frau, ist das klar? Was die toten Hosen angeht, gibt das vielleicht ein Verfahren für sich. Was ist denn jetzt mit der Uhr? Ah ja, da ist nämlich hinten... Moment. Für Theodor Basko zur ersten Heiligen Kommunion 1886 eingraviert. Ja, er hat sie mir geschenkt. Was guckt ihr denn so abgemackert? Oma Basko lag zweimal auf meiner Station. Und zwischendurch habe ich sie immer mal wieder besucht. Ihr was vorgelesen, Kohlen raufgeholt. Hat sich ja kein Ass um die alte Frau gekümmert. Und vor ein paar Wochen hat sie mir halt die Uhr geschenkt. Ich wollte sie erst gar nicht haben, aber dann hat sie gesagt, wenn du sie nicht nimmst, dann... Dann? Fällt sie nur meiner Schwester in die Hände. Aha, das soll wohl so eine Art Rache dafür sein, dass diese Schwester sie wegen Diebstahls angezeigt hat, ha? So ein Quatsch, Rache. Die Schwester hat sich nicht weiter um die Oma gekümmert und deswegen hat sie mir die Uhr geschenkt. Naja, dafür haben Sie ja vielleicht einen Zeugen. Nee, hab ich nicht. Nein, auch nicht. Tja, sieht aber gar nicht gut aus. Sie waren nämlich als Einziger noch ein paar Augenblicke allein in der Wohnung von Frau Basko heute Vormittag. Ja, wir müssen Sie dann leider jetzt bitten, mit aufs Revier zu kommen, wegen des Protokolls. Ich glaube, mich streift ein Bus. Von mir aus ein Güterzug. Na komm, sieht ganz so aus, als wenn da ein Verfahren wegen Diebstahl und Unterschlagung auf Sie zukommt. Was Sie da zu Ihrer Entlastung vorbringen, ist ja wirklich mehr als Krampf. Dann kommt Sie schon. Ja, bitte. Ach, Schwester Christa. Na, was gibt's? Meine Kündigung. Ihre was? Meine Kündigung. Ohne Angabe von Gründen? Ich muss das ja nicht begründen. Nein, nein, das müssen Sie nicht. Aber, na, vielleicht überlegen Sie sich das Ganze noch mal gründlich. Nehmen den Brief mit nach Hause und ich vergesse alles. Hm? Nein. Also, falls es etwas mit Oberschwester Hildegard zu tun hat, wir wissen ja alle, dass sie etwas schwierig ist. Hm? Aber sie hat auch ihre Vorzüge. Ich kündige ohne Angabe von Gründen. Ohne Rücksprache mit Professor Brinkmann? Ja. Na, das kann Wirbel geben. Schon weil, naja, Sie wissen ja. Nicht so viel Wirbel, wie wenn ich bleibe. Entschuldigen Sie mich. Du, hör mir das mal an. Was? Oder der 22-jährige Zivildienstleistende Michael B., Hilfspfleger in einem Krankenhaus, wegen des Verdachts des Diebstahls und der Untreue zur Anzeige gebracht. B. soll bei einem Rettungseinsatz in der Wohnung einer Patientin eine Uhr und einen höheren Geldbetrag entwendet haben. Hast du gehört? Ja, na und? Wir haben nichts genommen, was uns nicht gehört. Nee. Aber da müssen wir doch Bescheid sagen, oder? Ja, spinnst du, Erwin? Das sind doch wir dran. Wir wüssten was beweisen, hm? Trotzdem. Das kann man nicht einfach so laufen lassen. Wir haben niemanden bestohlen und damit basta.
Von der Schneider kriegen wir doch nie wieder zurück, was uns zusteht. Diesen Biest, die nimmt nur. Raff, raff. Hat auch die Pflegerin vom Sozialamt gesagt. Kein Herz hat die Frau. Es geht doch nicht um die Frau Schneider. Es geht doch um den Jungen. Die Polizei hat uns nichts gefragt, also brauchen wir auch nichts zu wissen. Und jetzt trink deinen Kaffee, bevor er kalt wird. Sonst meckerst du dann mich wieder an. Also gut, nächster Punkt. Ja, da wäre die Belegung. Durch 3 Überweisungen meiner Ansicht nach unnötig und 4 Frühentlassungen meiner Ansicht nach zu früh haben wir jetzt 11 nicht belegte Betten. Wir geraten in ein schlimmes Kostendefizit. Vielleicht passiert bald mal eine Naturkatastrophe, ein Erdbeben oder ein Busunglück, dann geht's Ihnen besser, nicht? Ja, ich wollte nur mal wieder darauf hinweisen. Nächster Punkt. Zivildienstleistender Mischa Burgmann steht unter Diebstahlsverdacht. Ja, ich hatte einen Anruf vom Staatsanwalt, habe daraufhin das Bundesamt angerufen, die überlassen es uns, ob ihm vorsorglich gekündigt wird oder... Natürlich wird ihm nicht gekündigt. Bevor er vor Gericht nicht schuldig gesprochen wird, verschwende ich daran keinen Gedanken. Ja, wie Sie meinen, Herr Professor. Die Tatumstände allerdings, man hat bei ihm eine Uhr gefunden, die Frau Basko mal von ihrem Vater geerbt hat. Ja, leider hat es einiges Aufsehen in der Klinik gegeben, weil die Polizisten hier vorgefahren sind. Trotzdem. Ich kenne Mischa. Der ist viel zu selbstlos. Der bestiehlt keine alte Frau. Noch was? Ja. Schwester Christa hat gekündigt. Ja, ich habe den Vorgang noch zurückgehalten, weil ich dachte, dass sie die Kündigung wieder zurücknehmen würde, aber leider. Halten Sie den Vorgang bitte noch länger zurück. Ich spreche mit ihr. Gut. Tja, ich glaube, das wär's dann. Schwester Christa, bitte. Schwester Christa ist bei der Bewegungstherapie. Soll sie sofort? Nein, wenn sie frei ist. Und, rufen Sie mich aus. Der sitzt hier bei mir, der will Sie auch sprechen. Ich schicke ihn rein. Danke, Professor. Also machen wir es einfach. Jeder kommt mal in Versuchung, nicht? Deshalb von Mann zu Mann. Haben Sie die alte Oma beklaut? Nein. Dann stehen Sie unter meinem persönlichen Schutz. Ja, ich hoffe, dass Oma Basko für mich aussagt, zumindest was die Uhr angeht. Mein Junge, das wird nicht mehr gehen. Oma Basko ist heute Nacht gestorben. Was? Ja. Also Kopf hoch. Sagen Sie so einfach Kopf hoch. Das ist ein Gelaber und Gefetze. Manche sprechen schon nicht mehr mit mir. Sag mir Bescheid, wenn es zu schlimm wird, ja? Solange ich Ihr Chef bin, wird keiner vorverurteilt. Danke. Du wolltest mich sprechen? Ja. Sag mal, Christa, was soll das? Du kommst von Sylt zurück, drückst Katie die Leine von Sherry in die Hand und verschwindest wieder. Ich rufe dich ein paar Mal an, keiner hebt ab. Und heute Morgen trittst du den Dienst wieder an und lässt dich auch nicht sehen. Stattdessen legt mir Mühlmann deine Kündigung auf den Tisch. Ja. Ja, was heißt ja? Woher soll ich wissen, ob du mich sehen willst? Komm, setz dich. Du sagst mir, ich soll den Sylt-Urlaub nicht abbrechen. Und ich dachte, du brauchst mich. Ja. Nein. Ich dachte, du brauchst deinen Urlaub. Der Tod von Elena war ein schwerer Schlag für mich. Ja. Eben. Stellst du jetzt alles wieder in Frage? Alles nicht, aber meine Situation hier ist nicht leicht.
Und deshalb willst du kündigen? Ja. Ich kann mir und anderen nicht zumuten, zwischen sämtlichen Stühlen zu sitzen. Die haben doch schon alle Verhaltensstörungen. Also ich will sie nicht auch noch bekommen. Konkret? Naja, zum Beispiel, ich werde nicht mehr zurechtgewiesen, wenn ich eine Nachlässigkeit begehe. Oh, Verzeihung, wenn Sie das waren, Schwester Christa, dann ist das natürlich was anderes. Mehr oder weniger fürchten Sie alle, ich weine mich an deiner Brust aus und dann bricht ein Donnerwetter über Sie herein. Worauf du dich verlassen kannst. Schwester Hildegard, nicht? Na, siehst du, so würde das ablaufen. Aber so kann man doch nicht arbeiten. Das ist doch unwürdig. Für alle. Also gut, wenn deine Kündigung auf diesen Überlegungen beruht, dann sehe ich es natürlich ein. Und was willst du machen? Mich woanders bewerben. Hoffentlich nicht zu weit weg. Nein. Aber auch nicht zu nah. Wir brauchen Abstand. Der Tod von Elena, das will verarbeitet sein, das hast du selbst gesagt. Lass uns Zeit. Weißt du, ich bin natürlich noch ein bisschen verunsichert jetzt. Ja, wir sprachen über dein Studium und vor unserer Heirat. Und so ein Studium will ja finanziert werden. Und naja, wenn du jetzt wieder als Schwester an ein anderes Krankenhaus gehst, dann... Ich brauche diese seelische Verschnaufpause, Klaus. Ich will in aller Ruhe ergründen, was ich von dir und von mir erwarten kann. Es muss sein. Weißt du, es ist wirklich zu komisch. Aber gerade weil du so bist, wie du jetzt bist, möchte ich dich eigentlich gleich. Aber wenn es keinen Sinn hat zu warten, dann sag's mir gleich. Ich mag keine Trennung, häppchenweise. Es hat Sinn, dass du wartest. Tag, Herr Landrat. Sie haben geklingelt? Ja, Micha, da ist mir gerade eine Illustrierte ist mir hinter den Nachttisch gerutscht, ja. Wenn du mir die Karte... Machen wir. Ist doch keiner dahinter, keinen Test zu vermuten. Nicht mal der Dieb. Was wollen Sie damit beweisen? Dass ich Oma Basco nicht beklaut habe, wenn ich hier als ehrlicher Finder auftrete? Okay, es tut mir leid. Der Trick ist außerdem uralt. Und ich bin das leid, dieses Gelaber und diese Verdächtigung. Ich hab doch schon gesagt, es tut mir leid. Was soll ich denn noch machen? Ja, ist ja gut. Das ist nicht gut. Wissen Sie, wir hatten mal einen echten Knacki hier, einen Mörder. Und zu dem war ich genauso freundlich wie zu jedermann. So, und jetzt geht's los. Das Gequatsche. Der da, der hat sich doch damals mit dem Mörder so gut verstanden. Der hat bestimmt die Oma beklaut. Wenn du unschuldig bist, hast du auch keine Strafe zu erwarten. Wird doch jetzt schon bestraft. Was ist denn das für eine komische Puppe? Das ist für einen kleinen Jungen nebenan. Macht die Haushälterin vom Chef. So Ding möchte ich auch haben. Für Sie? Na, für meine Enkelin. Ach so. Frag mal den Professor. Hm? Oh, Schwester Christa? Ja? Ich habe gehört, Sie wollen uns verlassen? Ja, das ist richtig. Ach, das tut mir aber leid. Das tut mir wirklich sehr leid. Wir haben uns doch im Großen und Ganzen sehr gut verstanden, nicht wahr? Ich gehe ja auch ohne Klage. Das freut mich. Das freut mich wirklich sehr.
Kleine Reibereien gibt's ja wohl überall. Entschuldigung, die Damen. Also so. Sein Prozess beginnt ja nun auch bald. Ne? Und er tut, als ob gar nichts wäre. Eine Unverschämtheit. Ja, ich habe mein Geld ja jetzt immer bei mir, aber die Patienten. Wer schützt die Patienten? Mischa ist jetzt seit fast 2 Jahren hier und es musste noch nie ein Patient vor ihm geschützt werden. Tja, hören Sie meinen? Das gibt es ja wohl nicht. Morgen, Schwester. Morgen. So, Herr Kanitz, ich bringe Ihnen etwas zur Beruhigung. Eins gleich? Oder möchten Sie noch eins? So. Was? Die haben wir Dinger drauf, ne? Hier doch. So kann ich ihm helfen. Wie kann ich hier denn ruhig werden? Haben Sie denn kein anderes Zimmer für mich? Den da geht's gut, mir nicht. Ich werde sehen, was ich machen lässt, Herr Kanitz. Hier, guck mal den. Ja, meine Herren, können Sie nicht etwas Rücksicht nehmen? Jawohl, Schwester. Ja? Das ist ja genauso. Guten Morgen, Herr Landrat. Ach, endlich mal wieder ein Mensch. Hier geht man ja ein. Bitte? Ja, vor Langeweile immer noch lesen, lesen, lesen. Ich habe schon die Blätter von dem Gummibaum gezählt. So. Wie viel sind's denn? Zu viel, Schwester, viel zu viel. Ja, aber das ist unser bestes Zimmer und ein anderes aus der ersten Klasse ist nicht frei. Ich brauche Gesellschaft, die Pfeife auf die erste Klasse. Das ist ja Leichenhalle. Da fällt mir was ein. Würden Sie auch in die zweite Klasse gehen? Ja, aber liebend gern, wenn das möglich wäre. Ja, in der 32 liegen 2 Patienten, die allerdings sehr lebhaft sind, und sich dauernd Witze erzählen. Und da hätte ich doch meine Unterhaltung. Wissen Sie, wenn der Mischa ja nicht 2 oder 3 Mal am Tag reinkäme, ich wäre schon eingeschrumpft vor Einsamkeit. Ja, der Mischa, sagen Sie, der ist doch okay. Oder was meinen Sie? Ja, das glaube ich auch. Trotzdem sieht es, so viel ich gehört habe, nicht gut aus für ihn. Ach. Naja, ich werde sehen, was Sie für einen Tapetenwechsel tun lässt, Herr Landrat. Das ist recht, Schwester. Ich danke Ihnen. Sie sind doch der Hausbesitzer? Ja, eigentlich ist das meine Frau. Aber kommen Sie doch rein. Hier, bitte. Erna? Ja? Erna, komm doch mal. Guten Tag. Kovitz ist mein Name vom Sozialamt. Ich habe Probleme wegen der Rente und der Sozialhilfe von Frau Basco. Und Frau Basco hat ja sehr wenig verdient mit ihrem kleinen Laden, fast gar nichts. Und die Rente war auch sehr klein. Deshalb lief ja auch bei uns ein Antrag auf Mietbeihilfe. Ah ja. Ja, nun ist ja Frau Basco nun tot, nicht? Wollen Sie sich nicht setzen, bitte? Danke. Dass sie tot ist, ändert ja nichts, wenn ein Antrag nachträglich gebilligt wird. Ja, ja, sicher. Und was haben wir denn damit zu tun? Ganz einfach. Das Geld bekämen Sie ja, falls es eine Richtigkeit hat. Das verstehe ich nicht. Schauen Sie mal. Das lag in den Papieren bei Frau Basco. Und hier haben Sie immer Ihre Mieteinnahmen quittiert, bis einschließlich Juni. Juli und August sind nicht quittiert. Deshalb nehme ich an, dass Sie für Juli und August keine Miete bekommen haben. Sehen Sie, solche Zuschüsse sind zweckgebunden. Nana, wir haben alles bekommen. Ja? Na schön. Nur weil Sie immer alles ordentlich quittiert haben, diese 2 Monate aber nicht. Das wäre ein Fehlbetrag von 2 mal 225 Mark, also 450. Ja, dann habe ich es eben vielleicht 2 mal vergessen zu quittieren. Das gibt's ja nicht. Das Geld haben wir jedenfalls. Hm? Sie sind erstaunlich ehrlich, Frau Mattke. Das ist selten heutzutage. Ich will nur das, was mir zusteht. Ist die Sache damit jetzt erledigt? Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Kovitz. Kommen Sie, ich flatter Sie hinaus. Dankeschön. Ja. Siehste? Was heißt siehste? Schlimm wär's doch, ne, wenn ich gesagt hätte, wir haben das Geld nicht bekommen. So ist doch alles in Ordnung. Ja, deswegen bist du auch so unruhig auf deinem Stuhl hin und her gerutscht. Du weißt genau, dass das nicht in Ordnung ist. So, da sind wir. Ein fliegender Wechsel. Das
bisschen Power, komm. Ja, was ist denn das? Eine Umbelegung? Der Chefarzt hat zugestimmt. So, Herr Landrat, das wär's. Tschüss. Danke, Fischer. Tag, meine Herren. Tag. Na, hier soll ja Festmas los sein, habe ich gehört. Das kommt ganz auf Sie an. Das geht aber nicht, Herr Professor. Was geht nicht? Herr Karnitz ist ein zweiter Klasse-Patient. Ja, und Mühlner ist ein erster Klasse-Patient. Sie haben einfach getauscht. Und wie soll ich das verwaltungstechnisch rechtfertigen? Die Kasse von Herrn Landrat zahlt praktisch Zuschüsse, die Herr Karnitz genießt. Karnitz und die Kasse von Herrn... will Ruhe und der Landrat will Gesellschaft. Was gibt's da für Probleme? Aber dass dieser Vorgang von keiner Verordnung, von keinem Punkt der Krankenhaussatzung abgedeckt wird. Wollen Sie erst eine Generalversammlung einberufen? Aber Herr Professor... Es ist doch zum Wohle beider Patienten. Naja... Und um die Patienten geht's. Nicht um Paragraphen. Na, Vorschriften haben einen Sinn. Von Fall zu Fall, ja. Das allgemeine Wecken morgens früh um 5:30, das hat zum Beispiel keinen. Dagegen sollten Sie mal angehen. Ach, Herr Mühlmann, gut, dass Sie da sind. Ich habe hier eine Durchschrift Ihres Briefes an Mischa Burgmann vor mir, in dem Sie schreiben, ich ersuche Sie, des Betriebsfriedens wegen, sich an das Bundesamt zu wenden, zwecks Verwendung in einem anderen Aufgabenbereich. Sagen Sie, Herr Mühlmann, wollen Sie den Jungen fertig machen oder was? Das Pflegepersonal ist was geschlossen. Pflegepersonal. Ja, ja, ja. Emotionen vom Pflegepersonal. Steht in Ihren Vorschriften, dass Sie denen nachgeben müssen? Aber es steht, glaube ich, auch etwas drin über Fürsorge gegenüber Schutzbefohlenen, nicht? Tag, ich bin da bestellt. Tag, Jan. Tag. Aha, unser Freund, der Polizeibeamte, beleidigt. Geht's gut? Nee. Na, es wird Ihnen gleich besser gehen. Wir tippen nämlich gerade ein neues Protokoll in der Diebstahlsache Basco. Sie sind entlastet. Frau Matke, die Hausbesitzerin, hat zugegeben, das Geld genommen zu haben. Sie meinte, stünde ihr zu, weil Frau Basco 2 Monatsmieten im Rückstand war. Mhm. Na und? 2 Monatsmieten an 225 Mark. Hä? Das erklärt auch die Summe von 450 Mark. Die Strafanzeige gegen Sie wird annulliert und was die alte Taschenuhr angeht, werden die Ermittlungen eingestellt. Danke. Bitte. Aber ich muss Ihnen nicht vor Rührung um den Hals fallen, oder? Nein. Aber die toten Hosen können Sie ruhig zurücknehmen. Dann kriegen Sie auch keine Beleidigungsklage. Okay, Ihr Uniformträger. Typisch Wehrdienstverweigerer. Wir könnten erwidern, okay, Sie Wehrdienstverweigerer. Tja, es wäre nach dem Grundgesetz aber auch eine Beleidigung. Ja, 20, ja, 2, ja, 4, ja, 3, 4, 40, ja. Ich bin auch weg. Nun zeig ich, was ich kann. Den nehme ich mit. Ach, oh, Professor, jetzt haben wir gerade grau mit 4 verloren. Bloß weil ich die Karte mit der linken Hand nicht backen kann. Gilt doch gar nicht. Dafür mogelt der Herr Landrat beim Kartenverteilen. Na ja, dann gleicht sich's ja wieder aus, nicht? Spielt mal schön weiter. Na, Herr Karnitz, besser jetzt? Ja, Herr Professor, eine himmlische Ruhe. Da kann ich auch tagsüber mal ein Schläfchen einlegen. Na, das freut mich. Ich finde das sehr entgegenkommend von dem Herrn Landrat. Ach, ganz so war das nicht. Sie lieben Ihre Ruhe und der Landrat liebt Gesellschaft. Und so ist jeder bestens bedient. Ne? Er kommt. Wir gratulieren Ihnen, Mischa. Niemand von uns hat ernsthaft die Beschuldigungen geglaubt. Aus Ihrem Munde stimmt mich das besonders froh. Sie hatten immer unser Vertrauen. Mhm. Danke, Herr Professor, dass Sie zu mir gestanden haben. Was ich davon halten soll. Wir sind alle so froh, dass es so gut ausgegangen ist. Na, du hörst das doch, ne? Also freu dich. Mhm. Christa! Ich konnte an der Abschiedsfeier nicht teilnehmen. Wegen einer Operation. Ich weiß. Dann will ich mich wenigstens jetzt von dir verabschieden und mich für diese und jene Blödheit entschuldigen. Du gehst nach Freudenstadt? Ja. Alles in Ordnung zwischen meinem Vater und dir? Es ist jedenfalls kein Abschied von ihm, wenn ich hier weggehe. Das freut mich. Christa, ich wollte dich fragen, ob wirklich alles bereinigt ist zwischen uns. Weil zwischen meinem Vater und mir auch wieder ein gutes Verhältnis herrscht.
Und falls du mal meine Stiefmutter werden solltest, ich finde, da sollte es keine Rückstände geben. So sehe ich das auch. Allerdings vorher soll ich wissen, ob wirklich alles bereinigt ist. Nein, es ist wohl noch nicht ganz. Ich habe mich noch dafür zu entschuldigen, dass ich damals die Pillen vertauscht habe. Das war eine sehr schlechte Idee. Ja, du, das war's. Und was bleibt unter uns? Ich will gerade zu deinem Vater fahren und auf Wiedersehen sagen. Alles Gute für dich. Für dich auch. Guten Tag, Katie. Er ist weg. In die Berge. Ach, das ist schade. Ich wollte in etwa 3 Stunden losfahren. Ich könnte also noch eine Weile warten. Wenn Sie meinen, aber wenn er in die Berge ist, dauert's lange. Haben Sie einen Kummer, Katie? Ich? Nein. Der Professor hat einen. Also habe ich auch einen. Wegen mir? Na, was denn sonst? Das ist noch gar nicht so lange her, da war das Glück anscheinend perfekt. Und jetzt? Ja und nein, und ich weiß nicht, kommt Zeit, kommt Rat. Die Zeit kommt nicht, die Zeit geht. Was kommt? Das ist der Zweifel und die Ungewissheit. Mein Gott, wie schön. Ich hab's ja gefühlt, dass du noch kommst. Magst du was? Magst du was trinken? Ja. Komm, geh nach drüben, ich hol was. Sag mal, musst du nicht heute Abend noch in Freudenstadt sein? Morgen früh reicht auch. Morgen früh? Die Sonne kommt. Die hat auch gewusst, dass du kommst. Noch traurig? Freudenstadt ist so weit. Ach, 80 Kilometer. Wir besuchen uns gegenseitig. Und wir werden ein Vermögen vertelefonieren. Du wirst dich gefährlichst um dein Medizinstudium kümmern, hörst du? Was ist zum Beispiel eine Hyperchromasie? Vermehrter Chromatingehalt der Zellkerne. Na, bravo. Und was ist ein Alteral-Bernier-Geliebter? Das gibt's nicht. Na, sicher gibt es das. Es ist ein alter, alberner, geliebter.